Cuphead and his Pellbug men. They like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price. Hey Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Dani Rolpe. Und wir heißen euch willkommen zurück zu Cuphead. Hoch die Tassen. Hoch die Tassen. Oder? Oh. Und ja, wir haben im letzten Part haben wir angefangen. Wir wissen genau, was wir zu tun haben. Wir sind verdonnert worden vom Teufel, See zu sammeln. Und jetzt, guck mal hier. Hui. Oh, was haben wir hier? Shortcut. Ah, okay, dann lass mal hier unten direkt hingehen. Da war, glaube ich, irgendwie so ein Typ am Stehen. Da war so ein Typ am Stehen? Ja. Oder? Den habe ich auch noch nie angesprochen. Dann springen wir an. Ich wäre ein Idiot, wenn ich meine Kohle zur Bank bringen würde. Wahrscheinlich treibt der Teufel auch dort sein Unwesen. Die bekommen mein Gold nie, wenn ich es überall gut verteile. Sollte irgendjemand ein, zwei Männchen finden, schön für ihn. So sehe ich das. Okay. Oh, du bist also der Typ, der die ganzen Goldmünzen hier verteilt hat. Vielen Dank, das behalten wir alles. Ja. Machen wir das? Ja. Drama im Lab-Lokal. Ribi und Quark. By the way, ein Bossgegner. Ja. Schon wieder. Ja. Hier gibt's so viele Bosse. War der vierte jetzt? Ne? Ist jetzt der vierte? Dürfte der vierte sein. Ich dachte, hier gibt's irgendwie mehr Level als Bosse. Wegen den anderen Spielen auch, aber okay. You're out. Mir gehört der Grüne. Mir gehört der Grüne. Wir müssen sie beide gleichzeitig erledigen. Oh, haben wir schon gedacht. Gott. Finde ich aber einfach als die Fluglevel, habe ich so. Geh weg von mir! Ah! Wie? Keine Sorge, Kapitän, ich lasse es doch nicht einfach so sterben. Boah. Ich sagte, ich lasse es doch nicht einfach so sterben. Du wurdest bisher noch nicht getroffen, ey. Ja, ich bin voll reingedaschen. Meine Fresse, ey. Ich komme mit dem hier nicht klar, ey. Was? Wir können ihn nicht angreifen. Wir sollten jetzt erstmal ausweichen, den Hebel betätigen und anfangen auszuweichen. Dir. Au, jetzt wurde ich getroffen. Nein, jetzt wurde ich schon wieder getroffen. Ah. Oh. Wow, hilf mir! Wo bist du? Da! Nein! Oh nein! Ah. Oh nee! Du hast alles auf eine Karte gesetzt. Oh, verloren. Ich hab schon versucht, auf dich zu gehen. Das hat irgendwie viel mehr konzentriert als in anderen Spielen, die wir spielen. Ja. Wir sind aber irgendwie die ganze Zeit so still, hab ich so. Ja, stirb. Weil ich will halt die Phase schnell vorbei ist, ey. Ich komme mit der. Die Phase ist eigentlich ziemlich leicht, aber. Sagt es und bekommt auf die Fresse. Ja. Gott. Ich war doch vorhin reingedasht. Jetzt bin ich in den reingedasht. Warum der stellen auch in den rein? Ja, letzte Phase. Okay, gut. Hab ich gehört, ich dachte, das wäre richtig. Vergessen, was der nochmal macht, ey. Oh Gott. Nein! Oh Gott. Nein, ich bin tot. Nein! Nein, du bist auch tot.
I'm dead. And now I'm dead. Now I am the dead. Jürgen trinkt aus seiner eigenen Tasse. Ja, ich trinke aus meiner eigenen Tasse. Du kannst das nicht. Wie will ich das auch nicht? Ich schmeck bestimmt voll lecker, was da wohl drin ist. Da ist bestimmt edelster Kaffee drin. Ah, ich bin falsch umgedreht. Will da einschießen. Meine ganzen Spezialdinger für die eine Phase aufgewandt. Ich auch. Jetzt kommt seine zweite Phase. Ja, zu früh. Okay. Hey. Nein. Deine Gestreuten machen mehr Schaden, ne? Hm? Aua. Deine Gestreuten, die machen mehr Schaden, deine Schüsse. Ja, aber nur wenn ich in der Nähe bin. Ja. Boah. Nope. Okay. Das ist eigentlich auch nicht so schwer, fand ich jetzt, aber. Ich finde es alleine sehr viel schwieriger, als es aussieht. Okay, Frosch. Nein! Oh, oh Mann! Ah, Gehirnsoße. Gehirnsoße, ich liebe Gehirnsoße. Da ist bestimmt Kaffee drin. Doch, jedes Mal. Nein, ich wollte das parieren. Ja, dann gucken einfach nur im Hintergrund zu, ey. Ja, die gucken uns zu, ey. Fällt ihnen ein. Ah, Blut und Zerstörung. Ja. Okay, wenn ich da irgendwie drin sitzen würde, würde ich das auch machen. Wahrscheinlich. So. In die Fresse. In die Fresse. Mitten in die Fresse. Ich glaube, die Gegner ein bisschen stärker sind zu zweit. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, zu zweit ist es ein bisschen leichter. Oh, ich dachte, ich war ja. Ich komm Bock auf diese Phase. Ja, komm schon. Komm schon, jetzt, wir müssen das doch jetzt mal schaffen. Das ist eigentlich auch nicht so schwer hier. Alleine ist es viel schwieriger, als du denkst. Muss ja eigentlich nur springen die ganze Zeit hier. Springen und ducken. Ja. Wenn überhaupt hier. Jetzt können wir gerade keinen Schaden machen. Immer nur bei den Phasen oder was? Ja, immer nur, wenn seine Luke offen ist. Und zwar genau jetzt. Ah! Lass dich doch nicht einfach so sterben! Nein, lass mich nicht einfach so sterben! Jetzt sterb ich. Okay. Da, Münze. Na, Münze. Das ist ungefährlich. Knockout! Okay, sehr gut. Disco Cup. Okay. 2, 3, 6. Zwei Sterne. Supermeter. Und B. Und der Supermeter sind halt die Karten. Ja, man. Okay. Cuphead. Okay. Ribby und Quack. 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 Ribbit. Okay. Okay. Weiter im Text. Sollen wir nicht erstmal hier lang gehen? Natürlich. Hier ist eine Sackgasse, ne? Verschwindet Geister. Oh Moment, ihr seid echt. Wollt euch gerade mit der Parade angreifen? So wird man nämlich mit den Geistern hier fertig. Nur Hohlköpfe schießen auf Sachen, die gar nicht da sind. Wo wir gerade bei Fehl am Platz seid, würdet ihr bitte verschwinden? Ihr verschreckt die Fische. Spring jetzt in die Fische rein. Ja. So. Mausoleum 1. Ist da ein Level? Ja, es ist ein Level, aber es ist kein Boss-Level. Okay. Es ist so eine Art Survive-Level. Okay.
Now go. Wir müssen die Geister hier parieren. Schießen bringt nichts. Du musst nicht schießen. Oh. Du musst nur parieren. Kommt der mit so einem Disco-Händen auf mich los? Eine Parierleistung. Piu piu, piu 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 piu. Was ist er denn? Ja, voll den putzigen Hut, ey. Victory! Victory! Oh, schon vorbei. Mann, oh Mann, ich weiß gar nicht, wie ich euch für meine Befreiung danken soll. Das sind bloß meine Medien. Ihr habt mich ja nicht mal vorgestellt. Ich habe mich nicht mal vorgestellt. Ich bin der legendäre Kelch. Schön, euch kennenzulernen. Oh, legendär. Ich wurde auf der Suche nach Magie von diesen Geistern eingesperrt. Wie können Sie das machen? Wenn wir gerade von Magie sprechen, bitte nehmt dieses Geschenk. Es wird euch helfen. Auf die Tintenfassinsel gibt es auch noch mehr Mausoleen. Ich frage mich... Ja, es gibt noch mehr Mausoleen. Und du fragst dich? Ja, was wohl? Ja, was wohl? Ja. Ja, jetzt haben wir es kaputt gemacht. Wir haben ein neues Super freigeschaltet. Okay. Meine Güte, nicht vergessen, dass Superkünste von dem Einsatz erst im Menü ausgerüstet werden müssen. Das sollten wir tun. Ah, ja, super. Energiestrahl. Ja, wenn wir alles voll haben, oder was? Ja. Können wir dann alles rauslassen. Okay. Rauslassen. Geil. Ja, ich glaube, so viel ist nicht mehr übrig hier in dieser Welt. Ich guck mal eben auf unsere Vertragsliste. Ja, noch zwei Level sind hier. Ah, okay. Ein Boss und noch ein Run-and-Gun-Level. Ja. Doch mal los. Ja, wir sollten weitergehen. Ja. Können wir uns an. Boah. Smack. Smack. Ärger in den Wipfeln. Okay, das ist ne. Das ist ein Run-and-Gun-Level. Okay. Sag mal los. Na, jetzt machen wir los hier. Jetzt machen wir los hier. Jetzt machen wir los hier. Ja. You're up. Ja, willst du nicht mitkommen? Ich wundere mich die ganze Zeit, deine Schüsse sind. Warum die so kreisförmig sind. Ja, weil ich halt diese Waffe habe. Hey, Woody Woodpecker. Au. Ja, genau. Es ist Woody Woodpecker. Hey. Au. Ich verstehe es einfach nicht. Aua. Verstehst du nicht meine kreisförmigen Schüsse? Oh, verreck doch. Ja. Das ist Woody Woodpecker schon wieder. Hey. Ah ja, noch was. Fall nicht zu tief runter, sonst kriegst du Fallschaden. Was? Boah. Ich wollte es dir nur mal eben sagen. Warte auf mich. Alter, was ist das Leben gerettet? Alter, danke. Ja, okay. Ich wollte eigentlich nur töten. Ich wollte auch nur töten. Ich wollte nur ein bisschen töten. Du sollst nicht getötet werden. Du sollst nicht getötet werden, du sollst töten. Ich versuch's. Nein. Nein, da wollte ich nicht. Aua! Ich bin runtergefallen. Nein! Okay. Was treibst du in unserem Baum? Wir sind einfach hier, weil wir es wollen. Wir wollten hier sein. Woody Woodpecker, ey. Ich versteh's. Ich auch nicht.
so also aggressiv wie die Montys aus. Was ein Yoshi spielen, ne? Besonders die, ja. Ja. Bei den Crafted World sind die ja gar nicht so aggressiv. Ne. Da haben die, glaube ich, ihren Frust an uns verloren. Oh Gott. Holy World waren sie auf eine Mission halt. Ja. Wollten uns ausrotten. Ist nicht. Ich komme mir mal auf A, wenn ich weiß nicht springen will und schießen. Hallo auf mich. Mach ich komme nicht. Ey. Diese Soundeffekte, ne? Ja. Das ist einfach ein Meisterwerk. Ah ja, Vorsicht. Pass auf. Was? Hast du das gesehen? Oh nein. Oh, Entschuldigung. Gott. Mal am Leben. Nein. Au. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Was? Ich wollte gerade durch. Die fallen gar nicht mehr runter. Gut. War. Aber er ist down. Bravo! Hey! Ich geh einfach weiter. Ich war noch im Dashen in der Luft oder so. Ja, ich gehe einfach weiter. Okay. 272. Und wieder ein B. Yay. Wir machen nur die Note 2. Warum nicht einmal eine 1? Ja, jetzt mal ohne Schaden hier durchgehen. Ja, ich habe keinen Bock, das Level nochmal zu machen. Kaputt! Sollten wir mal kurz zum Shop gehen? Oh ja, zum Shop. Oh ja, lass zum Shop gehen. Ich möchte shoppen, ey. Möchtest du auch shoppen, ey? Ja. Boah, shoppen, ey. Shoppen mit dem Schweinchen. Oh, weil wir ihn haben. Weißt du, musst dafür nur springen. In der Reichweite bestand ein geringer Feuer. Nimm mal die Rauchbombe und das Herz. Hohe Flächenwirkung, normaler Schaden, rückwärts ziehen für maximale Reichweite. Das hab ich. Ach, das sind diese Dinger. Okay. Ja, das sind die, die ich habe. Ah, wenn du nah an deinen Finger. Und dann ist er auch, ne? Ja, das habe ich auch. Reichweite, gute Schaden, geringe Feuerrate. Aber das. Ich kann doch irgendwas holen. Ja, du kannst noch was mit rein müssen holen. Entweder das Herz oder den guten Zucker. Ja, einfach. Kaffee! Kaffee! Goodbye! No. Oink. Muss man auch irgendwie eine Zweitwaffe haben. Irgendwie bringt ja eine mit der hohen Reichweite, ist irgendwie nicht so. Dann nimmst du die. Ja. Warte mal noch. Oh ja, warte. Ich nehme mal die Rauchbombe. Weil übrigens, wenn du das Herz einsetzt, dann hast du zwar weniger Angriffskraft, aber kannst einen Treffer mehr aushalten. Ja, das habe ich gelesen. Okay, wo waren wir gerade hier, ne? Ja. Was glotzt der so? Die Scharte? Ha! Ich kann nichts dafür. Ich muss die Casino-Schulden abwehren. Jetzt muss ich sparen, um meine Klinge zu reparieren. Bitte helft mir, jemand muss diesen König Würfel 1 auswischen. Okay. Okay. Nella Nelke in Wilde Flora. Okay. Das ist der letzte Boss hier. Okay, cool. Ja, und was machen wir jetzt mit der Blume? Die rupfen wir und dann schnappen wir sie uns. Ja. Und dann verschenken wir sie. Ja. Zu unserer Liebhaber. Okay, vielleicht doch nicht. Ich hab Bälle, ich werf Bälle. Überhaupt Schaden? Hm?
Alle Bälle. Ja. Fliegen einfach an die vorbei. Vielleicht solltest du einfach mal näher rangehen. Ah, geht schon. Wenn du dich traust. Ich glaube, deine Bälle machen gar keinen Schaden. Ich glaub, du triffst sie nicht. Da habe ich den. Boah. Habe ich schon gefragt, warum meine Superleiste irgendwie nicht voller werde. Wovon wurdest du getroffen? Bin in ihn reingelaufen. So, oh, Breck. Geht nur, wenn, sie offen ist. So wie jetzt. Ich würde da weggehen. Was war das denn jetzt gerade? Ja, nur Sound, wie ich gestorben bin. Wo bin ich? Ich mal. Ich meine, was war gerade für ein Flimmern? Oder nicht? Das hätte nicht so sein. Mein Gott. Ey, ich sag nicht. Ich bin nicht mehr nah an dir heran. Ah! Au. Knockout! Gut. Okay, da war jetzt nicht so schwer eigentlich. Nee, es war wirklich nicht schwer. Oh. Immer noch kein TP im Bonus. Warum sind wir so kacke? Warum machen wir immer nur Rang B? Wir haben alles Rang B gemacht. Ja. Ich habe bei der Wurzelmeute A plus gemacht. Ja. Oh, warte, bevor wir da weitergehen. Erstmal Nella Neckel, Seelenvertrag. Nice. Ja. Eine Goldmünze erhalten. Was haben wir gefunden? Da, in den Wäldern, da war was Goldenes. Wow. Mensch, Leute, danke, dass ihr hier alles in Ordnung gebracht habt. Vielleicht kriege ich ja jetzt genug Knete für meine kaputte Klinge zusammen. Wo wir gerade davon sprechen, ich sollte wieder zum Garnierarbeit. Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Das okay. Ist richtig. Dann mal weiter. Ja, das Würfelhaus. Dann gehen wir mal rein, ne? Ja. Würfel ein bisschen, damit wir noch mehr unsere Seelen verlieren. Ja. So hat es ja auch angefangen. Oh. Ja. Mr. King Dice, du hast einen geilen Song, Alter. Ja. You ain't done everything. Bring me those contracts. Come on, bring them to the king. Na, was das? Ihr Jungs habt den Schuldnern ja gehörig eingeheizt. Ihr könnt weiter zur nächsten Insel. Da wartet noch viel mehr Hammer auf euch. Tintenfassinsel. Gehen wir weiter. Ja. Noch mehr Schuldner verkloppen. Wartet, Jungs. Ein Glück, dass ich euch eingeholt habe. Vielleicht kenne ich einen Ausweg aus eurer Misere. Mein lieber Scholli, echt? Ihr macht euch. Bald könnt ihr es mit dem fiesen Königwürfel aufnehmen. Vielleicht sogar mit dem Teufel. Mann, oh Mann. Echt jetzt? Allerdings. Aber ohne die Seelenverträge könnt ihr gegen den Teufel nichts ausrichten. Nur dann habt ihr eine Chance, diesen Fiesling zu besiegen. Tut das Richtige, wenn es soweit ist. Machen wir. Alles klar. Also machen wir mit dem weiter, was wir vorhin auch gemacht haben. Wir verkloppen weiter die Bosse oder lassen uns töten. Ja. Hey, welcome. Oh, traurige Clowns. Oh, ich mag keine traurigen Clowns. Aber ich würde sagen, den Level machen wir jetzt nicht mehr. Nö. Sondern hier, da. In all euren Kämpfen und all meinen Reimen wurdet ihr 49 Mal zu Gebeinen. Boah. Sind wir wirklich schon 49 Mal gestorben im zweiten Part? Ja. Oh Mann. Das ist irgendwie deprimierend. Findest du nicht auch? Ach, was soll man machen? Ja. Wir sollten vielleicht mal den Part beenden. Ja, das können wir mal machen. Oder hier, warte mal. Gutes Timing, Leute. Ich habe eure Flugzeuge gerade ein bisschen aufgemotzt. Jetzt könnt ihr Bomben auf eure Gegner schmeißen. Wechselt einfach die Waffe dazu, wenn ihr Lust dazu habt. Probiert sie mal aus. Eure Flugzeuge sind jetzt mit Minibomben bestückt. Ihr könnt die Waffe im Kampf jederzeit wechseln. Cool. Ja. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ja. Wir bedanken uns allerherzlich fürs Zuschauen.
Und ich grinse von der Seite. Gut. Ja, dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao, ciao. Proceed, but don't succeed. Well, the devil will take their heads.